Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wir spielen Black Ops 1, weil ich das jetzt überall in der Subbox gesehen habe. Black Ops 1 wird anscheinend wieder gespielt, deswegen, ja, natürlich Leute, ihr wisst es, und in diesem Spiel kann ich auch gut tryharden, würde ich sagen. Also ich habe in diesem Spiel schon ziemlich nice Gameplays gehabt, würde ich sagen. So, letztes Jahr habe ich 100 Plus hochgeladen zum Beispiel. Ja, es spielen tatsächlich 154.000 Leute, das ist ja zu heftig, Digga. 154.000. Muss man ja eigentlich mal dem Haptik ein Foto schicken, Alter. Digga, natürlich war Haptik das letzte Mal um 3.33 Uhr on. Es ist jetzt 12 Uhr, also liest er das wahrscheinlich übermorgen. Okay, ich will mal wissen, was in dem Spiel los ist, was da jetzt passiert, ob ich da ein bisschen reinkomme. Erstmal TDM, Leute, ganz easy. XP mit dem Marcel Scorpion-Account, klassisch, muss sein, Leute. Wir sind unterwegs auf der PlayZ 3. Ich glaube, aber Haptik spielt auf der Xbox, kann das sein? Das Coole bei dem Spiel ist, es gibt diesen Skorpion als Emblem fürs Team. Isaac, ja, Father's Fat. Digga, was für Lobbys, was für Leute spielen das denn jetzt, Digga? Eieiei. Okay, Leute, wir packen uns die Aug ein. Aber nach Schmaukbein. Welche Sensitivität? 3? Digga, bin ich ein alter Mann geworden? Digga, das heilige Scheiße, Digga. Aber gegen die Leute hier reicht wahrscheinlich auch, wenn du... Ja, keine Ahnung. Boah, ich liebe es, Leute. Die Klammer wird so einen Kill machen. Oh mein Gott, 100er Prezi. Nee, Spaß, Leute. Also, Black Ops 1... Ich kann mal so meine Black Ops 1 Geschichte ein bisschen erzählen, während ich das Mikrofon ein bisschen weiter wegstelle, weil es echt laut ist. Also Black Ops 1 ist halt so, meine Story mit dem Spiel. Ich habe es mir geholt, also ich habe zur Black Ops 1, wo es aktiv war, Zeit angefangen es zu spielen. Aber ich habe trotzdem lieber MW2 gespielt. Ich habe es mir später geholt. Also ich habe mir später Black Ops 1 als MW2 geholt, obwohl es quasi schon draußen war. Aber es war halt einfach so. Ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall... War das Spiel, was mich so von den YouTube-Videos her am meisten angesprochen hat damals? Der holt mich jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, zünde mich an. Also von den YouTube-Videos, die ich mir damals angeschaut habe, habe ich das Game so mega angesprochen irgendwie. Und deswegen dachte ich mir, es wäre auf jeden Fall cool, das mal ein bisschen öfter zu spielen. Und ich weiß auch genau, in der ersten Runde, ich wollte unbedingt gut sein im Spiel. Und in der allerersten Runde, wo ich gespielt habe, hatte ich direkt einen Blackbird. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt klappt's. Es klappt, das ist dein COD. Das war ja noch bevor ich YouTube gemacht habe. Naja, und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass es auch mein Haupt-Rage-COD ist. Also in keinem COD, da ist doch einer, oder? Bin ich jetzt dumm? In keinem COD kann ich ansatzweise so ragen wie in Black Ops 1. Weil irgendwas in dem Spiel so einen harten... Ah, die Claymore hat die nicht geholt. Irgend so einen harten Aggressionsmodus auslöst. Okay. Immer wenn man zum Beispiel den Blackbird hat, aber die Hunde nicht schafft, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe es also deutlich nach Release, das war noch die Zeit, da hat man sich ein COD noch deutlich nach Release geholt, weil es einfach gespielt wurde. Jetzt ist ein COD ja eine Woche nach Release schon nicht mehr am Start. Boah, ich hasse es, wenn ich hinter dem Gegner bin und so langsam bin, Alter. Jetzt dreht er sich wahrscheinlich um und fickt mich. Okay, den kriegen wir. Nein, lass es. Was ist das? Nein, warte auf mich. Ja, sorry, Digga. Okay, da haben wir den Blackbird. Erste Runde, war aber sowieso klar. Huey ready for deployment. Na komm, Digga, na komm. They see me rolling. Hinter mir ist ein Sniper. Ich hole mir trotzdem die Hunde. Ja, okay, alter Mann, es ist sowieso egal, Digga. Ja, Hunde sind da. So, ich hau den Hubschrauber direkt raus. Jetzt mache ich hier weniger Kills, als ich weiß es nicht. Dann habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit so gesehen, Haptik und so laden das halt hoch. Haptik hat gestern zu mir gesagt, er findet es besser als BO2. Da hatte ich fast das erste Mal... Okay, ich hätte ihm nicht das erste Mal eine Schelle gegeben, weil in den Schellen-Challenges, da gab es schon genug Schellen zwischen uns. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Digga, besser als BO2 hat er einfach in den Mund genommen, Digga. Ich denke mir so, was? Besser als BO2? Besser? Das ist dieser Satz, der ist gar nicht möglich mit meinen Lippen. Ich kann ihn gar nicht sagen. Boah, noch ein bisschen weniger Kills vielleicht. Spawnen die jetzt hier? Ja, tatsächlich. Da ist einer, ja, oder? Hat der das Perk oder ist ein Teammate? Digga, das ist so krass, wie die weggemacht werden davon, ne? Eine Kugel, Digga. Komm, gib ihn. Jawohl. Easy Turn-On. Okay, das kann man nicht Turn-On nennen. Ja, vor allem wenn man stirbt, kann man es nicht Turn-On nennen. Okay, Leute, erste Runde 23-3. Wir sehen uns in der nächsten. Oh mein Gott, guckt euch meine Lobby an. Mein Team wird so kassieren. Egal, wir gehen es trotzdem mal rein, Digga. Just for fun. Komm. Ist halt Nuketown. Na, wer ist mehr geflasht? Ich glaube du, Digga. Jetzt bin ich tot. Ah, Mann, bis jetzt gerade, Digga. So geraped, alle. Okay, Leute, eine Runde Domination. Also Herrschaft auf Radiation, Leute. Hier oben ist jemand.
Ist krass, wie ich immer tryharde, ne? Ich kann COD nicht spielen, ohne zu tryharden. Geht nicht. Wo bist du hergekommen, Digga? Alter, sein Laufweg. Legende, der Typ. Legende Zidane. Nach 2 Toten merke ich schon wieder, wie hart hasse ich. Also, Black Ops 1 ist... Ich bin in keinem Spiel ansatzweise so ausgerastet wie in Black Ops 1. Das hat irgendwie so einen übelsten Frustfaktor und ich weiß nicht genau, worin der besteht. Ich brauche gar nicht auf die Minimap gucken, die Gegner haben alle Geist. Allein dieser Gunfight, der war so anstrengend. Okay, danke. Leute. Da geht was. Digga, das Ding ist, die haben alle Schutz vor Drohnen, Digga. Wo ist der andere Typ? Nein, eins vor Blackbird. Guckt euch das an. Oh, ey, eins vor Blackbird, Leute. Ey, guckt euch das an, Mann. Ich will natürlich direkt wieder aufs Gameplay gehen. Alles andere ist mir natürlich egal. Scheiter Unterhaltungsfaktor, Digga. Hauptsache Gameplay. Nein, Schluss. Da wird lieber gequittet. Ich habe verkackt, ich habe mir nicht die bessere Waffe eingepackt. Egal. Jungle ist angesagt. Jungle ist angesagt. Das ist auch noch so ein richtiger Satz von Allotrix damals. Ist nicht wie bei Fortnite, er kann sich jetzt wirklich nicht hochbauen. Er läuft einfach mal in Semtex rein. Ist angenehm. Hier ist jemand. Ich soundtoure einfach in COD. Die spawnen halt alle hier. Ich kann ganz entspannt bleiben. Ich bleibe einfach jetzt hier. Die können mich eh nicht töten. Nein! Nein, Mann, 5-0 und er kommt von der Seite, Digga. Der scheiß Blitzkrieger. Derselbe von eben natürlich. Habe ich direkt die Streaks bekommen können. Das Ding ist, ich sag jetzt nicht aus Spaß, der ist nicht schlecht, der Splitscreener, ne? Der hat wirklich, also, das ist jetzt nicht so ein Splitscreener, wo man sich freut, sondern das ist einer, der mich jedes Mal todesweak schießt. Ich frage mich sowieso, wie die das machen, so Splitscreener. Gibt's so Competitive Splitscreening? Okay, komm. Wo spawnen die jetzt? Okay, wir sind wieder auf Streak. Oh mein Gott, Leute, ich muss so alles geben. Nein! Oh mein Gott, Digga. Jetzt. Ja, der Teammate muss jetzt unbedingt Alpha einnehmen, oder? Peinlich, wie ich gerade am Schwitzen bin. Okay, Blackbird haben wir, Leute. So. Geht doch. Wahrscheinlich holst du jetzt alle hier, oder? Ja, danke. Nein, nein, du gehörst mir, Digga. Oh mein Gott, wäre die jetzt leer gewesen. Okay, Leute. Der Teammate will so meinen Kill, das ist aber meiner, Digga. Digga. Okay, ich hab die Hunde. Digga, das hat jetzt auch lange gedauert. Ich kann den Chopper-Gunner nicht holen. So, bleiben die Gegner jetzt wenigstens drin? Sind die ehrenvoll oder nicht? Oh mein Gott, der Revolver-Kill ist leer. Okay, wir holen den Chopper-Gunner rein. Jetzt können wir hier sogar mal ein paar Kills machen, theoretisch. Wie die direkt geiern, Digga. Der hier unten ist direkt am Geiern. Du Ehrenmann, Digga. Das ist so geil, hier durch diese Bäume einfach durchzuschießen. Ja, geil, wie du geierst. Richtig Respekt. Danke, danke. Ich habe noch eine Quadfeed geholt, Digga. Ich bin immer noch auf Streak. Das ist aber voll dumm eigentlich. Ich will jetzt gar nicht mehr auf Streak sein. Normalerweise müsste ich jetzt töten und weiter dingensen, aber... Nee. Okay, gucken wir mal, ob es... Naja, natürlich nicht. Genau, wenn ich sage, Digga. Okay, 31 zu 3 ist auf jeden Fall eine stabile Runde. Komm her. Ja, es macht schon Spaß. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn einfach gehört. Oh mein Gott, Leute, mein Aim ist schon ein Struggle.
Nein, Fabio! Ich wusste doch, dass du da bist. Aha, belasten. Kurz am nächsten Streak. Naja. Ich sage, es macht schon Bock, hier so im Spawn rumzulaufen. Ja, und genau dann kommt 2. Nein, lass es. Die Nate, guck mal, wie lang. Guckt euch die Nate an. Guckt euch die Nate an. Er stirbt, wirft sie dagegen. Und jetzt guckt ihren Weg an. Ihren perfekten Weg. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür, mehr klassische CODs. Auf jeden Fall werde ich die nächsten Tage noch ein BO, BO2 und ein MW3 Video hochladen mit Nuller Prezi. Nein. Ja, okay, alles klar, haut rein, ciao.